Hallo auf unserem Hochzeitskanal und heute ist wirklich alles ein bisschen anders. Normalerweise drehe ich die Filme vor und schreibe dann den Blog. Ich hatte keine Filme mehr, also habe ich zuerst den Blog geschrieben. Und ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ich so rum gemacht habe, weil die Reaktionen auf meine Darstellung über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als Hochzeitsplaner, die Reaktionen waren wirklich wunderbar. Das, was nicht wunderbar war auf Facebook, der hat das dann wohl selber gemerkt und das auch wieder gelöscht, als er gemeint hat, ja, aber wenn man so Gefallen aneinander findet, dann ist das doch okay, wenn einem jemanden auf den Arsch langt. Ja, aber also, ich möchte nicht, dass mir ein Hochzeitsgast seine Hand auf mein Hintern legt oder ich irgendwelche Hände auf meinen Brüsten habe oder mich jemand abknutscht oder irgend sowas. Das gehört da nicht hin. Ich arbeite, ich bin nicht privat an so einem Event, sondern es ist mein Beruf, die Gäste charmant zu begleiten und so weiter, und es ist niemals eine Aufforderung an einen Herrn oder an eine Frau, dass sie mich anfassen. Und es ist schon so viel passiert und ich habe nur zwei, drei Sachen beziehungsweise genau drei Beispiele aufgeschrieben. Und es ist nicht naiv, wenn der Trauzeuge zu mir kommt und mich bittet, schnell mitzukommen, weil er noch was hätte und ich da pflichtbewusst mitgehe und er mir dann am Schluss sein Gemächt zeigt. Das geht, das ist nicht blauäugig, sondern das ist pflichtbewusst. Ich bin da mit und bin dann einfach davon gerannt und war geschockt und habe einfach nachher weiter funktioniert. Da war niemand dabei, keine Zeugen. Was hätte ich denn da erzählen sollen? Oder wenn der Vater der Braut nachts an der Türe klopft und ich denke so, oje, vielleicht ist noch irgendwas an der Party passiert, macht die Türe auf und da steht ein sehr angeheiterter Mann mit Champagner in der Hand und will bei mir ins Zimmer, weil ich ihm doch so gefallen würde. Auch da, ich wurde laut und habe die Türe zugeknallt und was hätte ich da sagen sollen? Beim letzten Debriefing hat das Brautpaar mich darauf hingewiesen, dass Gäste mit meiner Tonart nicht einverstanden waren. Und ich konnte mir auch genau vorstellen, wer es war und warum, dass das passiert ist, weil ich dem Brautpaar dann auch gesagt habe, dass zwei ihrer Gäste mich sexuell belästigt haben und ich das Ganze dann nicht mehr so gechillt sehen konnte. Und das Brautpaar war sehr bestürzt und wollte dann auch wissen, wer das war und wieso ich es nicht gesagt habe. Und der Bräutigam hat bestärkt, dass er die Gäste sofort angesprochen hätte und. Aber auch wenn da Zeugen dabei waren, andere Gäste haben das auch gesehen, aber die haben nicht reagiert. Ich glaube, es gibt ja auch viele Unfälle, wo man einfach ein Foto macht, aber nicht hilft. Oder Menschen, die körperlich angegriffen werden, wo niemand ist, geht hin und hilft denen. Und so ähnlich war das da auch. Es ist ein Fest der Freude und alles ist lustig. Und ich fand es jetzt nicht so lustig. Ich habe damit nicht sehr gut umgehen können. Es war auch in diesem Fall relativ früh vom Hochzeitstag. Ich musste funktionieren. Was hätte ich denn machen sollen? Es gab keine Option, die Hochzeit zu crashen. Es war keine Möglichkeit, da zu schreien oder mich laut zu wehren oder auffallend irgendwie was zu tun, weil ich wäre doch dann nur die empfindliche, dumme Hochzeitsplanerin gewesen, die das nicht im Griff hat und nicht professionell ist. Und wenn es dieses Gespräch nicht gegeben hätte, dann hätte ich wieder geschwiegen. Ich hätte wieder nichts gesagt. Es ist in den letzten 14 Jahren des Öfteren vorgekommen, dass es so Übergriffe gab. Man muss ja aufpassen, wie man das Ganze formuliert. Und ich möchte es auch nicht dramatischer machen, als es war. Aber ich möchte es auch nicht mehr kleinreden und ich möchte darüber auch nicht mehr schweigen.
Es ist nicht okay, wenn Gäste mich anfassen. Es ist nicht okay, wenn Familienmitglieder des Brautpaares mich anfassen. Es wird überhaupt nicht angefasst. Ich arbeite da und es gibt auch Momente, gerade wenn wir Destination Weddings haben, wo das Brautpaar mir dann auch sagt, du, wenn du fertig bist, dann komm doch noch zu uns und feier mit uns mit. Und ich mache das dann auch visuell anders. Das heißt, ich ziehe mich dann meist um, ziehe mir dann auch ein Kleidchen an, ziehe hohe Schuhe an, weil das konnte ich bis dahin ja nicht, weil ich ja viel rumrenne. Und dann sieht man auch, dass ich in ganz anderer Aufgabe jetzt da bin, und zwar nämlich privat. Und ich sage nicht, dass es nicht charmante Männer gibt, die dann auch mit mir flirten wollen. Das ist nicht das, worüber ich mich hier beklage. Zum Glück wurde MeToo angesprochen. Zum Glück wurden Machtverhältnisse angesprochen. Und ich weiß immer noch nicht ganz genau, was ich nächstes Jahr tun werde, wenn es wieder dazu kommt, dass Hochzeitsgäste mich anfassen an Stellen, wo ich das nicht möchte. Tschüss.